Willkommen zum heutigen Video. Heute werde ich einen leckeren Rinderbraten im Rotwein geschmort machen. Beim Rindfleisch, da schneide ich jetzt nur das hier weg. Würde später sowieso abfallen beim Schmoren. Dann mache ich die Silberhaut weg. Gerade so ein bisschen, muss keine Doktorarbeit gemacht werden. Dann würze ich das Fleisch mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver von allen Seiten. Tue es auch so ein bisschen einmassieren. Dann habe ich hier die Schalen von meinem Röstgemüse, Zwiebeln, Karotten, Sellerie. Die ganzen Schalen habe ich da aufgehoben, in einen Topf reingemacht. Da gebe ich auch einen Abschnitt vom Fleisch hinzu. Das fülle ich dann auch mit Wasser, mache Salz rein. Und das gibt dann die Brühe, um meinen Schmorbraten aufzufüllen. Und wie vorhin schon erwähnt, habe ich jetzt Wasser reingemacht, Salz. Und das lasse ich jetzt langsam köcheln für 30 bis 45 Minuten. In der Zwischenzeit brate ich schon mal das Fleisch an. Mache in einen Topf etwas Öl rein. Und lege ganz vorsichtig das Fleisch rein. Das Fleisch werde ich jetzt von allen Seiten scharf ansagen. Das Fleisch habe ich jetzt gleichmäßig angebraten von allen Seiten. Öfters mal gewendet, dass es nicht anbrennt. Das lege ich jetzt auf Seite auf den Teller. Mache dann mit dem Soßenansatz weiter. Da habe ich hier Karotten, Zwiebeln, Sellerie in Würfel geschnitten. Dann gebe ich noch zwei Knoblauchzehen dazu. Das Ganze brate ich jetzt scharf an. Das Gemüse ist schön angebraten. Dann gebe ich hier Tomatenmark rein, gut gehäuften Esslöffel. Tomatenmark röste ich kurz mit an. Wenn das Gemüse und Tomatenmark angeröstet sind, gebe ich ganz wenig Rotwein dazu. So, dass der Boden bedeckt ist. Und das lasse ich jetzt so lange kochen, bis da keine Flüssigkeit mehr drin ist. Das wiederhole ich ein paar Mal. Je öfter ich das Gemüse ablösche und es einkochen lasse, umso intensiver wird die Farbe von der Soße. Öfters umrühren dabei, am Topfboden schaben, dass sich nichts ansetzt. Weil der Ansatz, wenn der verbrennt, wird die Soße bitter. Der ganze Rotwein ist nun verdampft. Dann gebe ich wieder etwas Rotwein hinzu und lasse es wieder einkochen. Ich habe das Ganze jetzt viermal wiederholt. Und da könnt ihr schon sehen, dass ich da einen schönen dunklen Ansatz habe. Die Brühe zum Auffüllen, die ist auch schon fertig. So sieht es dann aus. Und das gebe ich durch ein Sieb, weil ich wieder nur die Brühe habe und nicht die ganzen Schalen oder das Fleischstück. Durch die Zwiebelschale hat die Brühe eine schöne Farbe bekommen. Dann mache ich alles da rein. Die Herdplatte kann dann runterdrehen auf halbe Stärke. Dann gebe ich in meinem Soßenansatz nochmal Rosmarin hinzu. Ein Lorbeerblatt. Hier ist jetzt ein großes Blatt, wenn ihr kleine Blätter habt, gebt ihr zwei, drei Stück dazu. Ein paar Pfefferkörner. Und etwas groben Salz. Vom Salz nicht zu viel reinmachen, weil die Brühe ja schon gesalzen war. Das verrühre ich einmal. Und dann lege ich vorsichtig das Fleisch rein. Den Saft, der sich auf dem Teller gesammelt hat, gebe ich mit dazu. Das ist alles Fleischgeschmack. Je nachdem wie dick das Fleisch ist, kann es jetzt bis zu 2-3 Stunden schmoren. Einen Deckel drauf machen, einen kleinen Spalt offen lassen, dass es ausdampfen kann. Und ab und zu mal wenden, weil es nicht komplett in der Soße liegt. Wie ihr sehen könnt, ein Teil der Soße ist schon verdampft.
Dann fülle ich etwas zarten Rotwein und wende einmal das Fleisch. Mach die dann Deckel drauf und lass es weiter schmoren. So, das Fleisch ist jetzt fertig. Bei mir hat es ungefähr 3 Stunden gedauert. Um zu testen, ob es fertig ist oder nicht, einfach einen Spieß reinstechen. Wenn es ganz leicht von alleine rausfällt, ist das Fleisch fertig. Dann nehme ich jetzt das Fleisch aus der Soße raus. Jetzt einfach auf den Teller. Den Soßenansatz schütte ich vorsichtig in ein Sieb rein. In den Soßenansatz gebe ich gleich 200 ml Sahne rein. Und das lasse ich so lange köcheln, bis es zur Hälfte reduziert ist. Damit das Fleisch nicht austrocknet, mache ich Fischhaltefolie drauf und packe das Ganze in Alufolie ein. So, wie ihr sehen könnt, ist die Soße schön einreduziert. Ist auch sehr schön sämig geworden, so wie eine Soße sein sollte. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr stark nach Rotwein, so wie ich es haben wollte, als Rotweinsoße. Was ja sehr, sehr wichtig ist, was ihr beachten solltet, was ich vergessen hatte zu sagen am Anfang: Ihr dürft da nicht zu viel Salz am Anfang reinmachen, sondern wirklich ganz wenig. Weil durch das Einreduzieren bleibt Salzgehalt drin, sonst wird es zu salzig schmecken. Die Soße ist genau richtig, so wie ich es haben wollte. Das Fleisch hier ist schön zart, schön weich. Lässt sich auch wunderbar schneiden. Ist auch schön saftig, nicht zu trocken. Hier ein kleiner Tipp von mir: Wenn das Fleisch noch zu heiß ist, dann zerfällt es beim Schneiden, deswegen lieber ein bisschen auskühlen lassen, dann kann man schöne Scheiben drunter schneiden. Dann hoffe ich, das Video und das Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr es nachkochen wollt, plant etwas mehr Zeit ein. Bis das Fleisch weich ist und die Soße fertig gekocht ist, müsst ihr schon mit 4,5 bis 5 Stunden rechnen. Aber es lohnt sich wirklich, gerade für einen Sonntagsbraten. Ist es wirklich optimal. Über einen Like von euch würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt auch kostenlos meinen Kanal abonnieren. Dann aber nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Rezepte mehr von mir verpasst. Bis zum nächsten Mal.